zu Kramix hier, was geht ab, Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf die 10 größten RC-Planes reagieren, also auf Deutsch übersetzt die 10 größten Spielzeugflugzeuge. Übelst nice, Leute, ich habe richtig Bock drauf. Wir haben das ja neulich schon mal in einem Reaction-Video gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Video war, wo irgendjemand so ein riesen Kunstflugzeug hatte, was irgendwie so groß wie 3 Menschen war. Und hier in diesem Video gibt es jetzt eben die 10 größten Kunstflugzeuge. Ich bin sehr, sehr gehypt, Leute. Das hier ist das erste. Das geht auf jeden Fall noch größer, weil das, was wir schon mal gesehen haben, ist auch schon größer. Aber ey, trotzdem übelst krass. Guck mal, da ist einfach schon so ein Motor eingebaut. Also das Kunstflugzeug sollte auch niemals einen Menschen abbekommen, weil dann, oh shit, Leute. Digga, heftiges Ding. Also ich feiere diese Kunstflugzeuge. Also ich würde echt auch mal gerne mit so einer Fernbedienung so ein Ding rumfliegen. Ich sage euch so, wie es ist. Ich glaube, sowas würde mir Spaß machen. Vielleicht kaufe ich mir auch mal irgendwann so ein Ding. Wobei eher nicht, weil bei mir wird das Ding beim ersten Mal schon auf dem Boden brettern, so wie ich mich kenne. Aber nice, okay. So, Sohnemann, geh mal beiseite. Jetzt fliegt der Papa mal hier seinen Flieger. Digga, nice, Junge. Ja, auf jeden Fall kein Gruß geht raus an Kameramann. Für die verwackelten Aufnahmen. Aber das Ding fliegt sehr, sehr wild. Das ist ja auch wirklich ein... Ey, was wiegt sowas? Das wiegt doch safe 100 Kilo, oder? Stimmt. Obwohl, vielleicht ein bisschen weniger. Weil das muss ja auch Leichtbau und so weiter sein. Aber allein wegen dem Motor vorne, ich würde schon so um die 50 Kilo mal sagen. Boah, Leute, das sind diese Riesendinger, die ich meinte. Sowas haben wir auch letztes Mal gesehen. Digga, das ist schon krass. 4 Triebwerke, so ein Jumbo-Jet, Passagierflugzeug. Das ist Real Talk, so groß wie 3 Menschen. Guck mal, das hat richtig so eine Community, diese RC-Planes. Richtig eine Community, da gibt es richtig so Wettbewerbe, wo die rumfliegen. Ich hoffe, man sieht aber auch noch in dem Video, wie 2 von den Flugzeugen zusammen crashen. Das wäre eigentlich auch relativ lustig. Natürlich nur bei Spielzeugflugzeugen. Oh Mann, ey. Digga, das ist ein... Also... Heftig, ey. Bro, ey. Wie viel kostet sowas? Das ist bestimmt auch teuer, so ein Ding, ne? Wenn das so ein übelst gut nachgebaut ist. Mich würde mal interessieren, ob die Reifen da jetzt auch einfahren. Ob das so krass gemacht ist, dass da wirklich auch diese Räder einfahren. Dann ist da richtig Technik drin, Leute. Und er zieht durch. Oh, der wird auch richtig schnell. Und ab damit in die Luft. Alter. Zu wild. Ich hätte Angst, das Ding jetzt wieder zu landen. Ich wette, übelst viele gehen einfach beim Landen kaputt, weil ich glaube, das wird. Das ist nicht einfach, das so einzuschätzen. Junge, wie das Ding da einfach rumfliegt. Ey, bin ich der Einzige, der das so krass findet? Leute, seid mir ehrlich in den Kommentaren. Lol, okay. Okay, jetzt kommen hier die Kampfchats. Ach du Scheiße, Digga. Und das sieht wirklich so aus, könnte auch die Reifen einfahren. Der hat sogar Feuerlöcher. Guck mal, sein Kollege steht mit Feuerlöcher daneben. Ich wette, das Ding ist schon 5-mal abgefackelt. Lol. Crazy, Digga. Ganz wildes Ding. Junge, wie startet er das jetzt? Also man kann auf jeden Fall hinten schon so einen richtig fetten Düsenantrieb sehen. Mich würde es nicht wundern, wenn da hinten nicht Feuer rauskommen würde. Ich hoffe, der hat wirklich so einen richtigen Düsenjet-Antrieb da hinten, dass da Feuer rauskommt. Das wäre so geil. Nee, leider nicht. Leider kein Feuer. Schade. Aber das Ding ist sehr, sehr wild unterwegs. Boah. Das war so ein bisschen wackelig, ne? Weil die Dinger natürlich nichts wiegen. Wenn da so ein kleiner Windstoß kommt, dann wackeln die schon hin und her. Und wieder... Oh. Oh, shit. Boah, aber landen, Alter, das sah gerade so aus, wird das gleich kaputt gehen. Ich glaube, die Dinger, wenn du die ein paar Mal landest, dann musst du auf jeden Fall mal ein paar Schrauben nachziehen. Das ist auch ein richtiger... Digga, ich meine, schau dir mal die Leute an. Das ist bestimmt ganz Familie. Der Opa, der Vater, der Sohn. Das ist bei denen so dieses Familiending. Am Sonntag gehen wir auf den Segelflugplatz und dann lassen wir unser Kunstflugzeug fliegen. Das ist bei denen Tradition seit 1980. Und Abfahrt, Digga. Heute darf der Sohnemann mal fliegen. Okay, und Landung. Mann, ich will mal Fails sehen. Können wir mal irgendwelche Crashes hier in dem Video? Das wäre schon lustig. Seid mir ehrlich. Ich weiß, Leute, ihr wollt das auch sehen.
Gönn mal ein paar Crashs, Digga. Okay, er nimmt Geschwindigkeit raus und landen. Oh, smooth. Sehr smooth gelandet. Und ein bisschen immer hin und her dopsen, aber geht. Digga, was ist das denn für ein Ding mit NASA-Mondstation oben drauf oder was? Der Kerl, der macht das auch schon seit 30 Jahren. Mindestens. Mindestens. Junge, was ist das für ein Ding? Junge, das ist ja ganz krank. Das ist ja hier der ganz kranke Shit. Allein wie sich das anhört. Shish. Oh shit. Ich finde das, ich sage euch ehrlich, ich würde das Ding irgendwie auch mal gern fliegen. Stell mir, also ich glaube, das macht schon Spaß, so hin und her damit zu fliegen. Ich hatte auch damals immer so ferngesteuerte Autos, das war auch cool, hat auch schon Spaß gemacht. Habe ich mein Patenkind, Louis, kennt ihr ja von Twitch und so. Dem habe ich das auch immer früher geholt. LOL, jetzt droppt der das eine Ding weg. Das eine Ding wird jetzt weggetroppt. Und das segelt jetzt irgendwie so runter. Oder kann man da, oder wird das jetzt auch noch hier ferngesteuert? Das muss ja dann aber noch jemand zweites, muss das Ding ja dann auch noch steuern. Nee, das sieht so aus, als wird's. Oder wohl? Ich kann es gerade nicht sagen. Es sieht für mich mehr so aus, als wird das einfach. Nee, das wird auch gesteuert. Sonst wird das nicht so straight runterfliegen. Krass. Krass. Und jetzt kommt der Big Boss. Jetzt kommt der Papa hinterher. So, und. Saftig. Knapp. Oh, guck mal, wie. Oh, sanft. Schön, Digga. Schön gelandet. Maschallah, Junge. Maschallah. Digga, guck mal, wie groß das ist. Da stehen einfach so zwei Männer so daneben. Das Ding ist doch zwei Meter hoch ist dieses Ding. Da haben die einfach so eine Figur reingesetzt. Könnte da wirklich schon gefühlt ein Mensch drin sitzen, ey. Alter. Das ist, glaube ich, das Größte bis jetzt, was wir gesehen haben, oder? Jo. Jo, Alter. Das ist so eine richtige... Das ist so eine richtige Drecksschleuder, das Ding. Guck mal, was da an Qualm rauskommt. Jo. Jetzt die Frage, ist das Qualm oder ist das so gewollt? Ich glaube, das ist so gewollt. Digga, das Ding sieht aber auch so aus, als hätte es die besten Jahre schon hinter sich gehabt, ey. Alter, wie das rumfliegt. Bro. Die werden ja. Die werden bestimmt mit Diesel, ne? Das sind Dieselmotoren, glaube ich, da drin. Ich glaube, es sind Dieselmotoren, ne? Muss irgendwo ja auch noch der Treibstoff für das Ding drin sein. Gut, viel brauchen die ja nicht. Da ist vielleicht so ein 1-Liter-Tank drin und dann können die richtig lang rumfliegen. Oh, ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt geht's. Jetzt geht's. Ich will jetzt nochmal so einen richtig großen sehen. So einen richtig dicken, ey. Oder ich will einen Crash sehen. Vielleicht suche ich auch gleich mal noch auf YouTube nach einem Crash. Dass wir heute noch einen Crash sehen. Komm, zeig mal den nächsten her. Alter! Alter, Leute, okay, das ist ein Riese. Vergleich das mal mit den Leuten, die daneben stehen. Von der Größe her. Das ist ja von der Größe her gefühlt echt schon wie ein kleines, normales Flugzeug, so. Vier, 25 PS hat der Sprecher gerade gesagt, das ist auch wieder auf so einem Event. Und ab damit. Oh, geil, der kann sogar die Reifen einfahren. Wild. Hier nochmal ein Düsenchat. Aber ich sag euch, wie es ist, Leute. Scheiß mal auf diese Sachen jetzt hier noch. Ich will jetzt einen Crash sehen.
Warte mal, wir gucken mal YouTube. Ey Leute, wenn ihr wollt, dass wir nächstes Mal auf so... Da gibt's ja richtig viel Compilations. Da kann man ja auf richtig viel reagieren. Wir können uns ganze Videos anschauen, aber ich würde sagen, einen Crash gönnen wir uns jetzt noch. Wenn ihr wollt, dass wir uns komplette Crashs anschauen, zeigt's mit einem Like. Ja gut, das geht ja noch. Das geht ja noch. Das ist ja jetzt nicht richtig kaputt. Komm, ich will jetzt mal einen, der richtig zerscheppert hier sehen. Ja, okay. Ist ja nix. Komm, komm. Komm. Das reicht mir noch nicht. Ich will, dass einer abfackelt. Okay, Leute, hier in dem Video soll es richtig abgehen. Hier sollen übelst viele irgendwie explodieren. Ist da gerade eins von den Dingern explodiert? Die fliegen ja so wild durcheinander. Obwohl, nee, das ist was anderes. Nee, das Feuer kommt doch irgendwo von da. Nee, das wird doch künstlich gemacht. Ach, das ist doch scheiße. Leute, wenn wir auf Crashs reagieren sollen, zeigt mit einem Like und mit einem Abo. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix.